herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Heute gibt es das so häufig gewünschte Video zur neuen Bundesliga-Saison. Ich bin natürlich zugegebenermaßen noch ein Ticken früh dran, aber wir werden heute einfach mal uns die verschiedenen Mannschaften angucken. Ich kann natürlich nicht alle gleich stark beleuchten, aber wir schauen einfach mal, was ich Stand jetzt so tippen würde. Platz 1 bis 7 und 16 bis 18. Deswegen hast du jetzt die Aufgabe, schreib mir unten in die Kommentare dein Ranking 1, 7, 16 bis 18 und bleib dran. Ich habe gleich noch eine kleine Ansage an unsere Schalke-Fans unter uns, denn ich bin ja auch einer und was da momentan schon wieder abgeht, geht mir hoffnungslos auf die Eier, sage ich so, wie es ist. Dazu aber später, wenn wir um die tieferen Plätze in der Tabelle gehen. Übrigens, sorry, falls ihr euch wundert, warum mein Auge hier so rot ist. Ich glaube, ich habe eine Bindehautentzündung. Ist aber nicht tragisch. Tut nicht weh. Also, fangen wir oben an und wir müssen natürlich beim FC Bayern anfangen. Und ich sage ganz klar, der FC Bayern, das ist jetzt ein richtig heißer Take. Der wird deutscher Meister. Mal ganz ehrlich, was haben die bitte bis jetzt auf dem Transfermarkt gemacht? Das ist Wahnsinn. Matthijs de Ligt, Sadio Mané, Dell jetzt, Ryan Grafenberg, Masrouri und ich glaube, das sind so die wichtigsten gewesen. Zirkzee ist wieder back, klar. Wobei der vielleicht noch wieder gehen könnte. Dafür halt Lewandowski verkauft, Marc Rocca, Omar Richards, Lars Lukas May, habe ich jemanden vergessen? Ja, Süle natürlich, Tolisso weg. Ich glaube, dass natürlich am Anfang haben alle gesagt, ey, das Dortmunder Transferfenster war das krasseste und das war ziemlich gut. Da kommen wir auch gleich noch zu. Aber die Bayern, die wirst du nicht überholen können. Tut mir leid, da wird kein Weg dran vorbeiführen. Das Einzige, wo ich persönlich nicht weiß, wie es tatsächlich dann funktionieren wird, ist der Sturm. Denn ich bin kein Fan von der Idee, die ich gelesen habe. Das beruht jetzt auf Lesen, nicht auf wirklich Wissen von Nagelsmann oder sowas, dass man sagt, man geht mit der Doppelspitze Mané und Gnabry so zum Beispiel rein. Ich weiß es nicht. Wir sehen in der Fußballwelt, auch Europa halt jetzt vor allen Dingen mal genommen, dass doch schon der klassische Neuner ein ganz wichtiger neuer Bestandteil wieder wird. Ich meine, ein Pep Guardiola, der wirklich jahrelang sich nie so wirklich auf einen wirklichen Mittelstürmer konzentriert hat. Man hatte natürlich immer welche mit Gabriel Jesus und so weiter, aber das war ja mehr so ein bisschen so hängende Spitze und so weiter. Ist auf Erling Haaland gesprungen. Liverpool hatten in der Mitte häufig mit Firmino gespielt, zum Beispiel, der jetzt ja auch geht. Also wahrscheinlich, der möchte wahrscheinlich angeblich weg. David Núñez oder Núñez, wie auch immer, der Uruguayer. Also man sieht da schon, dass es schon in Richtung klassische Neun geht und Bayern ist da viele Jahre lang halt super gefahren mit Lewandowski. Und ich tue mich schwer, da halt jetzt zu sagen, man spielt ohne. Bundesliga würde reichen. Champions League kann ich nicht einschätzen. Habe ich noch so meine Probleme mit, weil Tell natürlich Mittelstürmer, ja. Der Junge ist 17 Jahre alt. Was ist mit Zirkzee? Kommt noch jemand? Ich weiß es nicht, aber für die Bundesliga, glaube ich, wird es reichen.
Auf Platz 2, da tue ich mich ehrlicherweise ein wenig sogar schwer. Die logischste Wahl wäre natürlich jetzt zu sagen, wir gehen natürlich mit dem BVB, ich meine, in der Innenverteidigung Schlotterbeck und Süle. Natürlich ist das qualitativ allererste Sahne. Alea muss man gucken, zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht raus, was denn jetzt mit ihm wirklich ist, wie es weitergehen wird. Hier natürlich gute Besserung, wie bei allen, aber auch. Und ich tue mich beim BVB noch so ein bisschen schwer. Man hat Karim Adeyemi, Bombe. Man hat Salih Özcan, natürlich. Niklas Süle halt. Ich frage mich aber dann auf der anderen Seite, was macht man zum Beispiel mit der Außenverteidigung? Ich behaupte halt, du hast mit Nico Schulz da schon ein Problem. Das ist halt schon schwierig, meiner Meinung nach. Und für mich halt nicht BVB-würdig. Rafa Guerrero sah in einigen Spielen, im Testspielen, was ich so gesehen habe, gut aus, muss ich sagen. Ist aber halt auch mehr so offensiv geprägt und ein bisschen weniger defensiv, und das ist halt schwierig. Da weiß ich halt nicht, inwiefern das auf Dauer dann noch so zukunftsträchtig ist. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass man beim BVB jetzt wieder andere Seite natürlich auch auf David Raum geschaut hat. Und da möchte ich jetzt schon mal sagen, warum Leipzig? Warum Leipzig? So ein geiler Spieler. Warum Leipzig? Aber nun gut, weil ich tue mich schwer. Dortmund oder Leverkusen. Leverkusen hat so einen absolut so einen geilen Kader. Ich habe mich selber dabei erwischt zu sagen, was haben die für eine heftige Transferperiode, bis mir aufgefallen ist, die haben nur einen wirklichen Spieler, wo ich jetzt sage direkt, yo. Und das ist Adam Loschek. Und der ist geil. Also absolut fett. Man hat dafür Mitchell Weiser abgegeben. Man hat Lennart Grill verliehen. Man hat Lucas Alario. Da kann man, glaube ich, drüber hinwegsehen. Aber was ich halt im Kopf hatte, dann automatisch ist halt, Diaby bleibt. Man hat mit Schick verlängert. Man hat mit, klar, verletzt, aber trotzdem wichtig und richtig. Mit, wie heißt er jetzt? Ja, ihr wisst, warte, ich hatte Leverkusen hier auf. Florian Wirtz natürlich. Florian Wirtz verlängert. Leverkusen hat einen geilen Kader. Und ich sag jetzt trotzdem noch Dortmund 2, Leverkusen 3. Ich kann mir aber auch den Tausch vorstellen, dass Leverkusen irgendwie auf 2 kommt. Schwierig, ja, schwierig auf jeden Fall. Und so oder so. Ich finde den Leverkusen-Kader halt unfassbar gut. Die spielen halt auch einen Fußball, den ich absolut feier, aber mal abwarten. Auf Platz 4. Es ist wahrscheinlich langweilig, aber du musst halt leider wahrscheinlich RB das zutrauen. Wobei ich bei RB noch 50 Fragezeichen tatsächlich sehe. Was ist mit Conny Leimer? Geht der noch zu den Bayern oder nicht? Man hat Schlager gekauft. 12 Millionen, glaube ich, waren das, ne? Wartet mal. RB Leipzig. 12 Millionen Euro, genau. Ansonsten außer U19 nicht viel gekommen. Man hat Sörloth, der wieder noch spielt, auch. Man hat natürlich viele verkauft mit Wang, Adams, Brobbey. Muss ich dazu was sagen? Gekauft, nicht genutzt. Also ablösefrei gekauft, nicht genutzt, für 16 Millionen wieder verkauft. Chapeau.
muss man sagen, Muckihelle weg. Also bei Leipzig ist meiner Meinung nach noch viel Handlungsbedarf. Neueste Gerüchte sind ja, also David Raum sehr wahrscheinlich, ne? Man hat auch mal von Anton Stach gehört, man hat auch mal kurzzeitig Timo Werner im Gespräch gehabt, was ich mir nicht vorstellen kann, wenn ich ehrlich bin. Genauso wie man auch mal kurzzeitig mit Florian Grillitsch gesprochen hat, wohl. Aber für mich fehlt da noch was und ich weiß halt nicht, wie der Domenico Tedesco Fußball funktionieren wird. Ich als Schalke habe einfach ein großes Herz für Teddy noch, aber ich weiß es noch nicht. Ich sag jetzt die vier, weil ich dann irgendwo auch mich schwer damit tue zu sagen, wer könnte das noch schaffen. Aber ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, pack Leipzig auf die vier. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn es dann doch noch irgendeinen Kandidaten gibt, der da vielleicht doch noch dazu stößt. Ist so. Kommen wir auf Platz 5 und ich sag euch jetzt so, wie es ist. Jetzt gibt's für mich nicht mehr das eine Team, wo ich sage, okay, die werden das hundertprozentig und nicht wundern, ich öffne hier nebenbei so ein bisschen immer Transfermarkt. Mach dann auch noch ein paar Keyboard-Sounds dabei. Für mich gibt es jetzt so ein paar Mannschaften, wo ich sage, okay, denen traue ich halt mehr zu. Ich traue zum Beispiel Eintracht Frankfurt sehr viel zu. Auf jeden Fall mal das europäische Geschäft wieder. Also jetzt diese Saison hat man es ja geschafft über den Sieg in der Europa League. Geile Sache übrigens. Auf jeden Fall, da muss ich sagen, ich traue Leipzig, wollte schon sagen, Frankfurt, auf jeden Fall wieder zu, dass man sagt, okay, man kommt auf jeden Fall da oben hin. Also irgendwie so 5, 6 möglich. Man hat natürlich mit Horge ein wenig viel bezahlt. Mit 10 Millionen, das tut weh. Lucas Alario finde ich gut, muss ich sagen. Götze finde ich geil. Finde ich richtig nice. Jakic gut. Smolic gut. Smolic gut. Kolomoani, genau, Kolomoani, so glaube ich war es. Finde ich auch stark. Man muss dann schauen, was ist mit Alidu zum Beispiel vom HSV. Der natürlich, er wird nicht direkt gesetzt sein, offensichtlich. Der Junge ist 20 Jahre alt, glaube ich. Aber für die Zukunft auf jeden Fall schon sinnvoll, aber vielleicht nicht direkt hilfreich. Das ist die Frage, wie sieht das mit der Abgangsseite aus? Ich meine, man hat lange das Gefühl gehabt, hey, du könntest tatsächlich Ndicka, Kamada und Kostic halten. Ich fand das ganz witzig. Ich höre ja 50 plus 2 sehr gerne. Und man hat so darüber geredet, so, ey, wir könnten vielleicht alle drei halten. Und so mit quasi, wo der Podcast rauskam, hieß es dann, ah ja, Kostic steht kurz vorm Wechsel, Ndicka auch. Da könnte also doch noch Bewegung reinkommen. Ansonsten hat man halt Dominic Kohr abgegeben. Man hat da Costa, Barkok, Ilsanker, Hinteregger, Durm, Zuber, Salazar, gut, der war jetzt auch vorher nicht so relevant bei denen, aber egal. Ja, ich glaube, dass Hinteregger wird wehtun. Geschichte komplett außen vor gelassen wird aber wehtun. Und deswegen müssen wir schauen, was passiert auch mit Kevin Trapp. Auch mal so eine wichtige Frage. Wie gesagt, Ndicka, Kostic. Schwierig. Aber ich traue Frankfurt definitiv mal so Platz 6 zu. Platz 6, 7, 5. So in dem Bereich. Also ich sage jetzt nicht 1 zu 1 mal genau, aber so eine Prediction so an sich. Wem ich das auch zutraue, ist dem VfR Wolfsburg. Ja, Abgangsseite, Xaver Schlager tut natürlich freaking weh. Ansonsten John Anthony Brooks, William. Okay.
ist, glaube ich, ist akzeptabel. Ja. Auf der anderen Seite hat man Jakub Kaminski geholt, man hat Swanberg geholt, man hat Franjic geholt, man hat Patrick Wimmer geholt, von dem ich viel halte, Kilian Fischer. Ja, das sind so erstmal die Themen. Und was man geholt hat und wo ich sehr, 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 sehr viel von halte, ist einen neuen Trainer. Und zwar Niko Kovac. Und ich halte Niko Kovac für einen echt guten Trainer. Ich mag seine Art. Ich mag seine Art zu, ja, zu trainieren, nenne ich es einfach mal, oder trainieren zu lassen. Ich traue halt Kovac viel zu. Und deswegen sage ich, hey, ich traue Kovac sogar irgendwie den Schritt in die Europa League zu. Europa League oder Conference League. So in diesem Bereich würde ich es behaupten. Da bin ich sehr gespannt. Denn für mich geht's weiter natürlich. Ich weiß nicht, was mit Union ist. Union, Taifu Avonie, natürlich. Aua, Grischa Prömel, aua. Aber man hat halt auch Spieler wieder dazu geholt, wo ich mir sage, das ist so typisch Union. Geil einfach. Also warte, ich kann es mal öffnen. Also ich weiß, Leveling, den finde ich fett. Wird vielleicht jetzt nicht direkt immer nur der Stammspieler sein, aber trotzdem. Union Berlin, Union Berlin, Union Berlin. Verkauft natürlich Taiwo Avonie, Ingwertsen, okay. Dayaku, ja, Moser Prömel, okay, genau. Ocipka war weg, klar. Aber dafür gekommen halt, boah, ich kann den Namen nicht aussprechen, also auf jeden Fall Jordan Sibachu oder sowas halt, der von Young Boys Bern kam. Leveling, wie gesagt. Und halt wieder 50 andere. Ja, Yannick Haberer, Seguin und so weiter, Pantovic. Also das sind wieder so typisch, wo ich sage, das sind Union-Transfers. Und ich bin total gespannt, wie die einschlagen werden, weil wenn ich jemandem das zutraue, dann ist das Urs Fischer. Ist einfach so. Und deswegen sage ich, hey Union, einstelliger Tabellenplatz wird sein. Wird es wieder die Conference League sein oder Europa League, wie jetzt diese Saison, ja? Weiß ich nicht. Ich würde es ihnen gönnen. Ich könnte mir aber auch so Platz 8 vorstellen. 8, 9, ungefähr. Ich meine, die performen ja sowieso komplett über, wenn wir uns alleine den Gesamtmarktwert anschauen. Ich meine, mal als Beispiel, so ein Wolfsburg hat 250 Millionen, Union 94. Aber da ist eben der Punkt, Geld ist halt nicht alles. Gleichzeitig bin ich sehr gespannt tatsächlich auf die TSG Hoffenheim, wobei ich da sagen muss, die sehe ich jetzt in diesem Jahr noch nicht wieder in Europa. André Breitenreiter, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. In Deutschland ja auch durch Schalke nicht ganz so gut weggekommen. Ups. Wobei er bei uns eine super Saison, eine solide Saison gemacht hat. Aber Heidel wollte er damals einfach einen Cut. Okay. Ja, Grischa Prömel, Ozan Kabak natürlich jetzt. Finn Olebecker hat man geholt. Mal schauen, ja. Da würde ich aber jetzt halt im ersten Moment noch nicht sagen, okay, das ist für mich jetzt nicht unbedingt direkt wieder Punkt Europa League oder Conference League. Was ist mit Freiburg? Man hat jetzt Demirovic abgegeben, natürlich, hat dafür im Tausch Gregoritsch bekommen. Und ich sag mal so, wenn ich einem Trainer den Erfolg von Gregoritsch zutraue, dann ist es Christian Streich. Ich habe halt in meinem Hinterkopf immer noch die Halbsaison auf Schalke, wo ich damals beim ersten Spiel im Stadion war und mir dachte, holy shit, ist das eine geile Sch Habt ihr das gehört? Ist das eine geile Sache? Damals gegen Gladbach. Gregoritsch. Bombe gespielt.
Weiß ich nicht. Ich traue dem halt immer noch viel zu. Man hat Rizzo Doan gekauft. Not bad. Kire von St. Pauli. 4,5 Millionen, glaube ich, war es. Freiburg können wir allgemein mal aufmachen. Ja, 4,5 Millionen. Rizzo Doan, 8,5 Millionen. Matze Ginter natürlich. Um natürlich den größten Abgang mit Schlotterbeck zu beheben. Und ich bin sehr gespannt. Freiburg für mich definitiv wieder ein Kandidat Richtung Conference League, Europa League, sowas in der Art. Ich weiß noch nicht, wie man das schafft mit der Doppelbelastung, weil halt jetzt Dreifachbelastung, also DFB-Pokal, wenn man nicht gegen Kaiserslautern ausscheidet, Bundesliga und halt international. Mal gucken, ne? Man hat halt nicht viele Leute abgegeben. Also klar, Schlotterbeck, Demirovic, aber dafür hat man Gregoritsch eben bekommen. Aber dann Haberer, okay, ja. Und Luka Itta. Ist egal. So. Schauen wir mal, ne? Aber das ist so der nächste Kandidat, wo ich sage, yo, Köln. Muss ich sagen, glaube ich nicht dran. Und damit sagen wir jetzt, passt auf, ich gamble jetzt einfach. Ich sag Bayern Erster, Zweiter Dortmund, Dritter Leverkusen, Vierter Leipzig, Fünfter. Boah, das ist mies. Ich traue halt auch Gladbach. Und da Daniel Farke viel zu. Viele Schalker wollten den nicht. Ich hätte ihn genommen gerne. Fünfter. Das ist echt hart. Shit on it. Fünfter Frankfurt. Sechster Wolfsburg. Und siebter Freiburg. Und dann glaube ich, achter könnte Union werden. Gladbach vielleicht neunter, zehnter, vielleicht Mainz. Könnte ich so einschätzen. Elfter Hoffenheim. Wobei Hoffenheim 11 ist auch schon wieder zu niedrig eigentlich. Aber ja, das tippe ich jetzt einfach mal so. Gehen wir mal Richtung Abstiegskandidaten. Und hier möchte ich jetzt am Anfang etwas sagen. Ich finde es absolut zum Kotzen, wie man sich auf Schalke momentan bei den Fans verhält. Also die Fans sich verhalten, nicht vom Schalker Verein selbst, sondern die Fans. Man hat mit Polter einen, ich gebe zu, sehr ähnlichen Charakter vom Spielstil zu Simon Terodde geholt. Und dieser Mann hat noch nicht ein Bundesligaspiel für Schalke gemacht. Und der wird jetzt schon als hemmungsloser Flop bezeichnet. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Lasst den Mann mal spielen. Was soll so ein Mist? Dann heißt es hier, oh, da hat man vielleicht ja nicht optimal gemacht. Man hat Djolinov nicht um jeden Preis geholt. Leute, wir haben das Geld nicht zum Rauswerfen. Ich hätte Djolinov als Persönlichkeit super gerne gehabt. Absolut. Aber, und jetzt mal Butter bei die Fische. Der Mann war jetzt auch in der zweiten Liga nicht der absolute Wirbelwind. Der hat gute Spiele gemacht, aber er war jetzt auch nicht Peak Performance. Und wenn du dann mehrere Millionen für den zahlen möchtest, dann sorry, dann können wir uns das nicht leisten und sollten uns das auch nicht leisten. Okay. Warte doch mal ab. Wir sind ein Aufsteiger. Wir spielen nicht mehr da oben mit momentan. Es geht für uns nur um eine Sache. In dieser verkackten Liga zu bleiben. Und das wird schwer genug. Denn wir sind mit Abstiegskandidat. Und zwar eindeutig. Wenn da irgendjemand was anderes erwartet und erwartet, dass wir da am ersten Spieltag Köln herspielen und am nächsten Spieltag den herspielen und dann Gladbach direkt hier. Nee, wird nicht passieren so. Und wenn wir mal 5 Spiele am Stück verlieren, so what? Wenn wir am Ende auf Platz 15 sind, dann ist mir scheißegal wie.
Wir müssen uns da irgendwie wieder aufbauen. Und es gibt doch wieder Schalker, die es nicht kapiert haben. Die jetzt schon wieder anfangen. Kramer ist scheiße, Bolter ist scheiße. Ach ja, guck mal, der Neuzugang ist kacke, hier ist kacke, da ist kacke. Lass die doch mal in der Bundesliga spielen. Finde ich eine absolute Frechheit, wenn jetzt auch schon die Fans sagen, wir steigen doch eh ab. Ich hoffe, ihr geht nicht ins Stadion. Denn da möchte ich meine Mannschaft supporten. Und ich möchte, dass jeder das mitmacht. Denn nur so können wir da bleiben, wo wir sind. Ich könnte ausrasten. So, jetzt machen wir die Absteiger mal kurz, weil das Video geht schon 26 Minuten. Abstiegskandidaten. Schalke, definitiv, stehe ich zu. Bremen, muss man ganz klar sagen. Hertha hat scheinbar gar kein Geld mehr, gibt alles ab, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Muss da unten mit rein. Bochum, Second Season Syndrome, definitiv. Möglich. Köln. Vielleicht eine kleine Wahrscheinlichkeit, weil ich weiß nicht, was macht man mit Anderson, was macht man mit Modest jetzt noch, was passiert da und so weiter. Die können da auch reinrutschen. Ich hoffe es aber nicht. Ich wünsche mir, dass Köln drin bleibt. Ich bin kein Köln-Fan. Ich mag halt keinen anderen Verein so wirklich, aber so einen kleinen Sweet Spot habe ich für den Verein und für die Stadt einfach. Was ist mit Stuttgart? Was passiert da noch? Bona Sosa, Kalajdzic, Szilas wird bleiben, okay. Jetzt hat man schon weiter wieder. Ach, jetzt muss ich gerade gucken, ob das schon bestätigt wurde oder nicht. Oh, ich könnte gerade ausrasten wieder, wenn ich daran denke, was man da für ein Mist gelabert hat. Oder labert in dieser scheiß Schalke Twitter-Bubble und so weiter. Du hältst die Klappe. Man hat Wagnumann geholt, natürlich. Man hat Mavropanos für 3,5 Millionen gekauft, das ist Wahnsinn. Also das ist gut, meine ich, wenn der wieder zur Stärke findet. Man hat Erik Tommy abgegeben, genau, man hat Massimo erstmal weg. Warte mal. Nee, Massimo meinte ich gar nicht. Der ist zwar auch weg, aber da ging es mir darum, dass dann Chulinov auf jeden Fall. Nee, warte mal, das war Schwachsinn, was ich geredet habe. Ist das noch gar nicht sicher? Borna Sosa, Kalajdzic. Sag mal, bin ich jetzt blind? Momente mal. Jetzt muss ich gerade selber mal gucken. Ach nee, Mangala ist noch gar nicht fix. Also der soll ja nach Nottingham Forest gehen, das ist quasi sicher, aber ja. Ganz im Ernst, auch Stuttgart kann da unten wieder reinrutschen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube eher nicht. Ich könnte es mir aber vorstellen. Und wenn ihr mich jetzt so nach einer wirklichen Prediction fragt, und ich werde es jetzt dann auch sagen, muss ich übrigens sagen, mal eben, Werder Bremen bis jetzt sehr, sehr gute Arbeit geleistet, meiner Meinung nach. Ich bin jetzt nicht bei jedem Transfer unbedingt, dass ich sage, sehr gut. Da gab es auch so ein paar, wo ich mir dachte, so, boah, ich tue mich zum Beispiel bei wo war er? Da bei Oliver Burke, oder wie er ausgesprochen wird, sehr, 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 sehr schwer. Weil er hat schon sehr viel Geld auch für Leipzig gekostet und hat überhaupt nichts gebracht. Weiß ich nicht. Man hat dafür ja auch, jetzt muss man dazu sagen, auch nichts bezahlt, deswegen, okay. Aber Amos Pieper, Niklas Stark, Stage oder wie er ausgesprochen wird, das waren starke Dinger. Mal gucken, ne? Hat jetzt auch nicht unbedingt super viel abgeben müssen. Mal gucken, das ist also, den traue ich schon dazu, dass die das auch halten. Wenn ich jetzt tippen müsste, und ich tue es jetzt einfach mal, sage ich, absteigen direkt, tun, Bochum. Was ich schade fände. Wirklich schade. Und jetzt tue ich mich schwer. Denn ich habe zwei Teams jetzt noch, die ich da sehe. Entweder auf der Relegation oder direkter Abstieg. Und das ist einmal die Hertha. Und einmal Schalke.
Und ich als Schalke-Fan möchte natürlich nicht sagen, dass mein Verein direkt wieder absteigen wird. Fuck it. Ich sag, Bochum steigt ab, Hertha steigt ab, Schalke geht in die Relegation. Gegen Hamburg. Wobei Hamburg muss eigentlich direkt aufsteigen. Wir haben gegen Rostock jetzt verloren, never mind. Hamburg ist immer so eine Wundertüte, natürlich, klar. Ja, ich sag's jetzt einfach. Das wird wahrscheinlich nicht so passieren und wahrscheinlich wird irgendeiner. Vielleicht kackt Köln komplett ab. Weiß man nicht. Der SFC Köln ist für mich eine kleine Wundertüte, auch noch was noch passieren könnte. Ich weiß, dass die viel Probleme haben, was das Geld angeht. Ich weiß, dass immer noch einige Gerüchte da sind. Man hat aber Luca Kilian clever geholt. Stefan Tigges finde ich stark für 1,5 Millionen. Erik Martell, mal gucken. Das kann halt einschlagen oder auch nicht. Es ist halt die Frage, wie sieht das aus auf der Abgangsseite? Geht noch ein Übers, zum Beispiel ein Anderson? Was ist zum Beispiel mit dem Skiri? Ja, da war, warte, ich hatte das hier gerade offen. Benfica Lissabon unter anderem und Stade Rennes an Interessanten. Was ist mit Modest? Aber ich sag, die könnten da unten reinrutschen, definitiv. Hoffe ich aber halt nicht. Aber ich sage, und ich hoffe, ich habe keine Mannschaft jetzt so wirklich vergessen. Nee, ich sag, Hertha und Bochum steigen ab. Schalke geht in die Relegation. Mein Herz. Es kann aber auch sein, dass Schalke direkt absteigt. Sage ich euch ganz ehrlich. Und wenn, dann ist das so. Dann muss man das weitermachen. Das ist aber meine Meinung. Und es kann sich in 3 Wochen schon wieder alles verändern, weil man auf dem Transfermarkt noch viel gemacht hat. Wir sind noch super früh. Deswegen bin ich jetzt auf deine Meinung unten in den Kommentaren gespannt. Und bedanke mich bei dir fürs Zuschauen. Hier findest du 2 weitere Videos. Ich habe mir jetzt keine Freunde gemacht, wahrscheinlich, ist aber nicht schlimm. Wir sehen uns beim nächsten Video. Mach's gut.